Guten Morgen, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu unserer neuen Folge mit Herz und Mund. Heute soll es um Bäume gehen. Im Hintergrund seht ihr schon welche, die schon groß gewachsen sind, die wahrscheinlich auch viele Früchte tragen und jetzt in vollem Laub stehen, wie man das so sagt. Wir haben, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, schon 22 Schülerinnen und Schüler aus der Lindenschule entlassen. Die gehen jetzt weiter ins Berufsleben, ins Tobi oder in die Lernwerkstatt oder in die Tagesförderstätte oder was für Möglichkeiten sie sonst noch haben. Es ist ein Einschnitt im Leben und was das mit dem Baum zu tun hat, was wir für Ideen hatten für diesen Ausschulungsgottesdienst und als Thema dafür auch so einen Baum als Symbol zu nehmen für einen neuen Lebensabschnitt, was das damit zu tun hat, hören wir gleich nach der ersten Musik. Also über einen Baum nachdenken. Was fällt einem so ein, wenn man an Baum denkt? Der Baum des Lebens. Ein Baum, der Leben schenkt, der schenkt Schatten, der schenkt neue Früchte, der wächst, der sät sich aus sozusagen, bringt neue Bäume. Ein Baum des Lebens, der hilft zu überleben in vielen. Der Baum des Lebens ist auch in der Schöpfungsgeschichte schon erwähnt. Und wenn man an Baum im weitesten Sinne, also auch an Sträucher denkt, dann kann man zum Beispiel auch eine Geschichte aus dem Johannesevangelium nehmen, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und die Reben, die bringen ja auch die Früchte weiter und nähren weiter. Und ja, ist ein bisschen schwer manchmal vielleicht zu verstehen, aber wenn man also sagt, da ist ein Baum, der groß wächst oder ein Weinstock, der groß wächst und Früchte bringt und ganz viel Leben bringt und unterstützt, ist es eine tolle Vorstellung. Wir haben bei den Schülerinnen und Schülern gedacht, sie sind jetzt gewachsen. Und wenn man also eine kleine Pflanze nimmt, einen kleinen Baum, wenn der anfängt zu wachsen, der ist ja am Anfang ganz empfindlich, wenn er klein ist. Und genauso sind ja auch unsere Kinder, wenn die kleiner sind, man will die noch viel mehr beschützen und sind auch noch viel hilfloser. Und sie lernen mit der Zeit immer selbstständiger zu sein, stabiler in der Welt zu stehen, lernen sich selbst kennen, erleben mal Stürme im Leben. Und jeder Sturm und jede Erfahrung, die sie machen, lässt sie stärker werden und stärker im Leben stehen. Und deswegen fanden wir das Bild vom Baum auch so schön, weil auch ein Baum am Anfang ja ganz klein ist und noch empfindlich ist, wo ein Sturm ihn auch echt noch mal ja, fast noch am Wachsen hindern kann und ganz viel Schutz braucht und ganz viel Liebe und Pflege und Unterstützung. Vielleicht so am Anfang erstmal noch einen windgeschützten Bereich, um erstmal eine gewisse Wurzeln zu fassen, um Halt zu bekommen in der Erde. Und wir hoffen halt, dass wir den Schülerinnen und Schülern, die jetzt keine mehr sind, all das mitgegeben haben, dass sie genug Wurzeln entwickeln konnten, dass sie standfest sein können, dass sie einen Stamm entwickelt haben, der sie vor Stürmen schützt, der sie stabil stehen lässt und auch mal Stürme und Unwegsamkeiten gut überstehen lässt und ihnen genug an die Hand gegeben hat, an Fähigkeiten, an Möglichkeiten, durch solche Sachen durchzugehen. Ich finde,
Das ist ein schönes Bild. Natürlich, wie jedes Bild, hakt es hier und da ein bisschen, weil ein großer Baum, der einen dicken Stamm hat, den verpflanzt man ja nicht einfach so. Und die Schülerinnen und Schüler, die gehen jetzt aus der Schule raus in ein neues, einen neuen Abschnitt im Leben und verpflanzen sich nochmal von der Schule, wo auch immer sie dann hingehen. Im Tobi sind sie 2 Jahre und entscheiden dann, ist die Küche das Richtige, ist Holzarbeiten das Richtige, vielleicht eine Gartenarbeit, vielleicht ganz was anderes. Sie entdecken da auch nochmal ihre Fähigkeiten und gucken, was will ich in meinem Leben beruflich machen. Und dann werden sie wieder verpflanzt in ihre Arbeitsstelle dann nach 2 Jahren. Aber Bäume kann man auch noch mal versetzen, wenn sie noch nicht so alt sind. Und da ist das Bild auch wieder, wenn man an ältere Leute denkt, die dann schon in Rente gehen und über 60, 70 sind. Die wenigsten ziehen noch mal um. Die meisten fühlen sich zu Hause und sagen, hier will ich auch meinen Lebensabend verbringen und will die Zeit verbringen und weiß, hier ist mein Zuhause, hier kriege ich genug Nahrung für meine Wurzeln, hier kann ich sie, hier fühle ich mich sicher, hier stehe ich fest. Und das wünsche ich unseren Schülerinnen und Schülern, dass sie einen Platz im Leben finden, wo sie sich sicher fühlen. Sei es ein Ort oder sei es Menschen, bei denen sie sich so sicher fühlen. Wie gesagt, jedes Bild hinkt ein bisschen, aber ich finde dieses Bild des Baums, das wächst, der wächst und der Früchte bringt und der einem auch in anderen Situationen im Leben helfen kann, ein ganz schönes Bild. Jetzt hören wir erstmal wieder Musik. Ich lade euch nun ein, mitzubeten. Gott, vielen Dank für deine Natur, vielen Dank für die Möglichkeit des Wachsens von Bäumen und Sträuchern, aber auch für die Möglichkeit des Wachsens für uns Menschen, dass wir uns entwickeln können, dass wir
viele Möglichkeiten in unserem Leben haben. Wir bitten dich für die Schülerinnen und Schüler, die jetzt einen neuen Lebensabschnitt anfangen. Stärke sie, lass sie spüren, dass immer jemand an ihrer Seite ist und sie stärkt und dass sie einen Standpunkt in ihrem Leben finden, sich sicher fühlen, zu Hause fühlen und sagen, hier ist mein Zuhause. Hier überstehe ich auch Stürme und Unwegsamkeiten. Gott, wir bitten dich für alle, denen es gerade nicht so gut geht. Tröste sie, zeig ihnen, dass immer jemand da ist, der sie unterstützt und dass sie bald wieder das Licht sehen und bald wieder sagen, danke für diesen schönen Tag. Amen. Und nun geht in die neue Woche mit dem Segen. Gott segne und behüte euch. Er schenke euch jeden Tag ein Lächeln. Er sei bei euch, bei jedem Schritt, bei jeder Begegnung, bei allem, was ihr erlebt. Und er schenke euch seinen Frieden. Amen.